Schön, dass ihr wieder da seid. Oh ja, und ich freue mich schon so, dass wir heute wieder Jesus begegnen dürfen. Ja, Maxl, da bist du, glaube ich, nicht alleine. Denn heute hören wir davon, wie auch viele Leute, die Jünger Jesu gebeten haben, Jesus sehen zu dürfen. Sie kamen alle zu ihm, weil sie ihn sehen wollten. Es blieb nicht nur beim Sehen. Jesus begann, ihnen zu erzählen, was ihm bevorstand, was wir zu Ostern feiern, dass er sterben und auferstehen werde. Und weil das für die Leute natürlich schwer zu verstehen war, das wusste er, denn das war ja etwas ganz Neues und das kann man sich ja nicht so leicht erklären. Oh ja, aber es ist schwer zu verstehen, wie das funktionieren soll. Deshalb hat Jesus ein gutes Beispiel verwendet. Er hat vom Weizenkorn erzählt, das in die Erde fallen muss und sterben muss quasi, damit neuer Weizen daraus wachsen kann. Ich habe euch auch, dass ihr euch das ein bisschen anschauen könnt, habe ich euch auch Getreidekörner mitgebracht. Ich hatte jetzt leider keinen Weizen, aber ich hatte Roggen. Das sind die toten Körner und Dinkel. Und diese Körner, die sind tot, da kann jetzt nichts daraus wachsen. Aber wenn sie in die Erde fallen und der Regen darauf fällt, dann beginnen sie zu keimen und irgendwann wächst dann neuer Roggen aus diesen Körnern hervor und neue Dinkel. Und jetzt, wenn ihr euch das genau anschaut, seht ihr, wie diese Körner aufgebrochen sind. Sie sind quasi gestorben, damit wieder ein neues Leben entstehen kann. Und dieses Beispiel verwendete Jesus, um den Leuten zu erzählen, um ihnen zu erklären, was in der kommenden Zeit mit ihm passieren würde. Auch er muss sterben, damit dann wieder ein neues Leben möglich wird. Und nicht nur für ihn, sondern durch seinen Tod für uns alle. Und vielleicht hilft auch uns das, ein bisschen besser Ostern zu verstehen. Oh ja, das ist ein schönes Beispiel mit dem Weizenkorn. Ja, der Maxl, was hältst du davon, wenn wir das auch auf unser Osterbild geben, oder? Oh ja, gerne. Schau. Da ist es ja schon. Genau. Da ist schon ein Ei. Kinder, vielleicht mögt auch ihr ein bisschen Erde reinmalen und ein Getreidekorn rein, aus dem Neues hervorwächst. Jetzt möchte ich euch noch ganz kurz etwas erzählen, was uns auch auf Ostern immer vorbereitet. Das ist nämlich der Kreuzweg. Vielleicht habt ihr schon gehört, dass Kreuzwegstationen in der Fastenzeit gebetet werden. Oder vielleicht war die auch selbst schon einmal dabei. Und diese Kreuzwegstationen erzählen davon, was Jesus vor seinem Tod erlebt hat und wie er auf seinen Tod zugegangen ist. Wie schwierig es für ihn war. Aber am Ende des Kreuzweges steht dann auch immer die Hoffnung auf das neue Leben. So wie wir es bei den Getreidekörnern sehen. Und deshalb habe ich mir gedacht, Maxl, für heute gibt es zwei Dinge für die Kinder zu Hause auszuprobieren. Oh ja, und auch für mich, damit mir nicht wieder langweilig wird wie letzte Woche. Ja, Maxl, wir werden das auch ausprobieren. Das eine, wenn ihr auch entdecken wollt, wie aus kleinen Samen oder Körnern Neues hervorwächst, dann haben wir eine Anleitung für euch dabei beim Video, wie man zu Hause Kresse ziehen kann. Das ist nämlich ganz einfach, mit Kresse funktioniert das relativ echt. Und das andere ist, wir haben eine Bastelanleitung für euch dabei, mit der ihr einen kleinen Kreuzweg in der Zündholzschachtel basteln könnt. Oh, und jetzt muss ich noch wissen. Die Kresse, kann ich die dann essen? Oh ja, Maxl, die kann man dann so gut essen, wenn es alles gut funktioniert. Na, dann werden wir mit der Kresse anfangen und dann mache ich den Kreuzweg. Das ist
keine schlechte Idee mehr. Machen wir so. Aber vorher wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder, wo ja dann schon der Palmsonntag ist. So schnell geht das, da kommt schon der Palmsonntag, das heißt, Ostern ist schon ganz nah. Ich freue mich schon so. Tschüss! Tschüss!